Herzlich willkommen zum Podcast Liberu Business, der erste Podcast in Deutschland in Peru, der Menschen zu Gast hat, Menschen interviewt, die eine Nähe zu Peru und Deutschland, Österreich, der Schweiz haben. Wieso betone ich das heute? Kommt gleich. Schön, dass ihr dabei seid, unabhängig davon, wo ihr zuschaut, ob in Peru oder in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder sonst wo auf dieser Welt. Schön, dass ihr hier dabei seid. Diesen Podcast empfehle ich euch zu teilen, denn ihr wisst, Teilen macht Freude und Freunde. Und natürlich seid ihr herzlich eingeladen, diesen Podcast auch zu abonnieren, damit ihr immer aktuell informiert seid, was da Neues passiert. Ihr könnt uns sehen auf YouTube oder hören auf iTunes, Spotify und auf vielen anderen Podcast-Kanälen dieser Welt. So, das soweit zur Einführung zu dem Podcast. Nur, wer ist denn heute der Gast, würde ich euch fragen. Und es gibt zwei Gäste und die sind beide aus Österreich, aus Wien. Und da freue ich mich sehr, dass das heute klappt. Zu Gast ist heute Manuela Scheffel und Alcides Benavente, beides Mitglieder, Gründungsmitglieder des Lateinamerikanischen Akademischen Kulturzentrums in Wien, der schönen Hauptstadt Österreichs. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide heute euch die Zeit nehmt. Hallo. Hallo Holger, danke, danke für die Einladung und schöne Grüße an alle, die dann diese Podcast sehen können. Schön, dass ihr hier seid und für alle Zuhörer und Zuschauer, der Podcast findet heute auf Deutsch statt und so dass alle Deutschsprachigen da herzlich eingeladen sind, das dann auch auf Spanisch zu übersetzen, die dann, wenn es dann spanischsprachige Menschen auch hören wollen. Wir haben uns entschieden, auf einer Sprache heute Deutsch, vielleicht beim nächsten Mal dann Spanisch. Nur ihr beide, wer seid ihr und wo kommt ihr her? Was ist so euer, warum macht ihr dieses Kulturzentrum? Und da gerne zuerst Manuela. Also beruflich bin ich Pädagogin in der Volksschule, also Grundschule. Und ich hatte ein interdisziplinäres Studium an der Universität in Wien zu den Bereichen Natur, Kunst und Politik und Wirtschaft im Zusammenhang mit Lateinamerika. Das Thema von meiner Arbeit damals war die ganzheitliche Lebensweise und die landwirtschaftliche Tätigkeit innerhalb des Buen Vivir, des guten Lebens. Und ich hatte damals ein spezielles Forschungsgebiet, das war der Kanton Archidona in der Provinz Napo im Amazonasgebiet von Ecuador. Und dieses Buen Vivir oder Sumac Causay, wie es auch die Indigenen nennen, ist eben ein indigenes Konzept der Quechua oder Kichwa, wie sie in Ecuador heißen, also die Nachfahren der Inkas. Und dabei geht es vor allem um das Recht der Menschen auf ein gutes Leben. Steht aber nicht im Zusammenhang mit dem Dolce Vita, das darf man da nicht verwechseln. Es geht also nicht um das Genießen des Lebens oder gar um Luxus, sondern vorrangig um ein gutes Leben. Und das ist Teil des Konzeptes der ecuadorianischen Verfassung von 2008. Und sie wird auch verknüpft, dieses Konzept mit Konzepten aus der westlichen Gesellschaft, also wie Menschenrechte und Naturrechte. Wobei Papier ist geduldig, also die Verfassung, was in der Verfassung steht und was dann wirklich gemacht wird, sind noch verschiedene Dinge. Und das hat sich dann auch sehr rasch gezeigt, besonders im Fall vom Nationalpark Yasuní, wo dann im August 2013 auch beschlossen wurde, gegen die Verfassung, also gegen die Menschen- und Naturrechte, die Erdölförderung dort zu beginnen. Ja. Mir persönlich mein Kontakt mit zu Lateinamerika, der hat eigentlich begonnen mit einer Reise nach Ecuador im Jahr 2003. Da hat mich eine Freundin gefragt, ob ich sie nicht auf die Reise begleiten möchte, weil ein Bekannter von ihr dort ein Jahr verbracht hat. Ich habe damals zugesagt, ich war neugierig auf die Kultur und auch auf die Landschaft. Besonders neugierig war ich auf die ganz neue Landschaft wie den Regenwald auch. Damals konnte ich aber kein Wort Spanisch. Mir hat Französisch
vom Schulunterricht geholfen und auch ein paar Worte Italienisch. Und diese Reise hat meine Begeisterung eigentlich für Lateinamerika geweckt und auch mein Interesse. Ich habe dann einen Spanischkurs begonnen, später auch ein Volontariat gemacht und auch das Masterstudium an der Universität begonnen und abgeschlossen. Sogar meine Masterarbeit dann, die habe ich damals dann sogar auf Spanisch geschrieben. Ja, sehr schön. Ja. Und dadurch kenne ich eigentlich auch meinen Kollegen, den Alcides Benavente, also durch dieses Studium von damals. Dankeschön. Wunderbare Überleitung zum zweiten Gast, Alcides Benavente. Ja, Holger, danke noch einmal für die Einladung. Ja, über mich, was kann ich sagen? Ich komme aus Peru, aus Cusco, Inkas Hauptstadt. Und eigentlich habe ich in Peru studiert, Wirtschaft, und dann bin ich nach Österreich gekommen, um weiter zu studieren. Ich habe hier angefangen an der Wirtschaftsuni, so ein Doktoratsstudium, aber habe nicht weitergemacht, habe nicht abgeschlossen und habe einen Master über Lateinamerika mit Manuela gemacht, meine Kollegin. Und natürlich, mein Interesse war immer auch mit Lateinamerika zu tun, und weil ich aus Peru komme. Ne? Und damals gab es noch den, oder gibt es noch, ja, aber damals war der Lateinamerikanische Institut, die haben auch verschiedene Events gemacht über Lateinamerika. Und mit den Jahren, als wir schon jeder eine Arbeit hatte, haben wir uns auch gedacht, warum können wir auch nicht selber unsere Events machen, ne, über Lateinamerika in eigentlich zwei, drei Richtungen, akademische, Kulturbereich und auch wirtschaftlich, weil ich auch mit Wirtschaft zu tun hatte. Ne? Mhm. Und haben ja so wie alle Projekte immer geredet und geträumt. Wie können wir es machen? Es wäre schön, wenn wir dann auch selber machen. Und ja, so ist es zustande gekommen. So in 2016 haben wir uns schon entschieden, die Gründung von LAC, ne? Lateinamerikanisches Akademisches Kulturzentrum, und auf Spanisch Centro Académico Cultural Latinoamericano in Austria, ne? In Österreich. Und seitdem haben wir verschiedene akademische Events, kulturelle Events, musikalische Events und auch über Wirtschaft, Wirtschaftsbeziehungen mit Lateinamerika, besonders natürlich mit Peru, weil ich aus Peru komme und kenne mich besser aus. Ne? Mhm. Und ja, seitdem machen wir verschiedene Events, versuchen wir auch Kontakt mit Leuten, auch die das gleiche Interesse haben. Und es ist eigentlich ein Verein, die wir eigentlich versuchen, auf die Beine zu stehen und Kontakte und Finanzierungen von und Kooperationen bekommen von verschiedenen Organisationen und Leuten. Ne? Mhm. Wie war denn euer Erlebnis bei der ersten Berührung mit der jeweils anderen Kultur? Also für dich, als du das erste Mal in Österreich aus dem Flieger gestiegen bist und das erste Mal Wiener Luft eingeatmet hast, was hast du da empfunden, was hast du da wahrgenommen an kulturellen Unterschieden? Naja, zuerst um die kulturelle, zum Kontakt zu haben, habe ich angefangen mit der Sprache, weil ich konnte gar kein Deutsch, und das Einzige, was ich konnte, ist GEMA, weil es hat ein Ich habe ein T-Shirt von meiner Schwester bekommen als Geschenk damals, bevor ich nach Österreich gekommen bin. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich habe es gelernt einfach. Und dann, ja, also der erste Kontakt war ein bisschen natürlich, ohne Deutsch zu sprechen, war ein bisschen schwer. Mhm. Natürlich, so wie alle Lateinamerikaner sagen, nach Europa, besonders nach Österreich, oder die Distanz von den Leuten so ein bisschen. Ne? Leute sind ein bisschen distanziert. Viele sind so ernst. Oder in der U-Bahn, in der Straße, die sitzen immer so ernst, alle. Und zum Beispiel die Meetings oder die
Partys, da waren alle auch 17 und es ist nur um Reden gegangen. Das ist der Unterschied. Bei uns ist natürlich, man redet auch, aber es gibt immer viel Essen und überhaupt dann Tanzen. Ne? Und das ist andere, ne? Das ist andere Freude, aber natürlich, ich habe mich nach der Sprache mich angepasst. Eigentlich habe ich gar keine Probleme dann gehabt. Ich habe meine Freunde. Wien ist eigentlich so eine kleine kosmopolite Stadt und ich kenne viele Leute von verschiedenen Ländern und ich habe auch keine. Natürlich muss man immer auch passen wegen Religionen von anderen Personen und es ist manchmal nicht so einfach, ne? Muss man immer aufpassen. Ja, danke schön. Also, das Manuela, du warst das erste Mal dann in Ecuador, später warst du ja auch in Peru. Wie war das für dich, als du in Ecuador ankamst, von der Kulturänderung und dann vielleicht auch nochmal zu schauen, wie empfindest du die Unterschiede zwischen Ecuador und Peru aus Sicht einer Österreicherin? Ja, also was ich ganz besonders als ersten Eindruck wahrgenommen habe, war diese extreme Freundlichkeit und Offenheit von den Leuten. Also auch sie sind auch extrem gastfreundlich. Also wenn man da wohin kommt, die empfangen einen so, als würde man sich schon seit langem kennen. Also die Leute sind sehr offen. Es gibt auch immer sehr viel Musik und Tanz bei jedem Treffen fast. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, dass auch die Kinder extrem höflich sind und sofort, wenn sie ja jemanden Erwachsenen sehen, einem entgegenlaufen und schon die Hand geben zur Begrüßung. Also auch aus ganz einfachen Familien. Was für mich dann wieder eher eine Schwierigkeit war, ist so diese Zuverlässigkeit. Weil, also wenn man irgendwas ausmacht oder so, dass das dann auch wirklich, oder wenn man irgendwo eine Zusage zu etwas macht, dass das auch dann eingehalten wird oder dass das nicht nur so leere Worte sind. Das war so mein Eindruck. Ja. Ja. Und wenn du aus Sicht einer Österreicherin Ecuador und Peru vergleichst, wie sind da die beiden Kulturen? Gibt es dort Unterschiede aus deiner Sicht? Unterschiede. Was ist da der große Unterschied? Puh. Also bei Familienfeiern oder so ist, also es gibt wirklich immer Musik, Tanz. Was in Österreich vielleicht weniger so Thema ist, da sitzt man einfach ruhig bei Tisch zusammen, unterhält sich, isst miteinander und man bleibt fast mehr auf dem Platz sitzen. Und dort, ja, man steht ständig auf, geht herum, tanzt. Also ist mehr Bewegung drinnen. Es ist einfach eine etwas anders wie, Sehr schön. Lass uns mal darauf, auf den LAK, Lateinamerikanische Akademisches Kulturzentrum, noch ein bisschen genauer schauen. Also hatte die Idee gehabt, wieso nicht die Seminare selbst machen, und dann habt ihr die Idee umgesetzt. Auf diesem Weg zu der Umsetzung, gab es da bestimmte Herausforderungen? Und wenn ja, wie habt ihr sie gelöst? So die erste Herausforderung war natürlich mal überhaupt dieses ganze Konzept zu erstellen, um als Verein das Ganze zu beantragen, dass man eben ein Verein ist. Weil es doch gewisse rechtliche Vorgaben gibt. Und dann so der Staat selber, bis das dann so ins Laufen kommt. Aber wobei ich zugeben muss, also mein Kollege, der Alcides Benavente, hat doch auch relativ viele Kontakte zu Lateinamerikanern oder Organisationen. Und so hatten wir dann doch relativ rasch starten können, dann auch mit ersten Events, beziehungsweise auch was mein Kollege auch gemacht hat, ist Publikationen zu Themen von Lateinamerika, wobei da wieder dann wahrscheinlich selber vielleicht ein bisschen was erzählen wollen. Ja,
Aber ich glaube, also für meine Seite war ein bisschen die Zeit zu finden, weil wir sind beide berufstätig, ne? Und ja, natürlich, dann haben wir gesucht, versucht, irgendwie am Wochenende uns zu treffen oder nach der Arbeit, aber wir waren ein bisschen müde, aber trotzdem, natürlich ist es. Es ist, man braucht einen Namen, man braucht eine Homepage, man braucht die Inskription, man muss zahlen, hin und her. Also sind verschiedene Sachen, ne? Und sowieso auch die Präsentation, die Kontakte mit den Organisationen, als Organisation, ne? Weil natürlich, ich wohne schon seit 20 Jahren in Österreich. Ich arbeite im Radio, ich kenne auch viele Leute, also ich bin sehr integriert in diese Latino-Community in Österreich. Ne? Aber jetzt als Organisation, natürlich, die Sache ist, die Zeit zu finden. Ne? Und, aber wenn jemand irgendwas erreichen will, natürlich, man sucht immer die Zeit, und weil es ist unsere Freude. Da ist so wie ein. Manche, die Schriftsteller haben so ein Kind als Buch, ne? Wir haben unsere Baby, das ist Lack. Wir versuchen irgendwie die Latino-Kultur irgendwie zu verbreiten in Österreich, in verschiedenen Themen, ne? Aber wir finden immer die Zeit. Ja, sehr so schön. Wie heute. Ja. So wie heute. Ja. Das ist das, was ich öfters wahrnehme. Es gibt viele Menschen, die Ideen haben, und doch so viele tun es nicht, weil sie keine Zeit finden, ich glaube, weil es nicht so wichtig ist oder weil die Vision vielleicht nicht so stark ist, dass sie sich die Zeit nehmen. Und deshalb finde ich so toll, dass ihr beide das einfach umgesetzt habt und jetzt dieses Kulturzentrum existiert, um ganz vielen Menschen auch die lateinamerikanische Kultur näher zu bringen und umgekehrt genauso. Ja. Was erwartet denn die Besucher des Kulturzentrums? Also heute wahrscheinlich mehr online und da vielleicht auch wieder offline. Was sind eure Aktivitäten, wenn ihr da noch mal ein bisschen etwas erzählt? Ja, Manuela, kannst du erzählen. Ja, also was wir vor allem bisher gemacht haben, sind Vorträge auch, akademische Vorträge von verschiedenen Personen. Manche haben eben auch ihre Arbeiten präsentiert, die sie im Rahmen von ihrem Studium mit Lateinamerika-Bezug gemacht haben. Also zum Beispiel gab es einen Vortrag über Kolumbien, über den Nationalsozialismus und die Flucht nach Kolumbien, oder wir hatten auch den Bergbau in Chile als Thema, wo es um Zwangsumsiedlung ging. Dann auch eher ein literarisches Thema zu Mexiko. Auch und zuletzt auch mehrere Konzerte, um eben auch kulturelle Aktivitäten von Lateinamerika nach Österreich zu bringen. Und genau jetzt haben wir auch bald auch eine Veranstaltung, die natürlich jetzt, wenn wir 200 Jahre Peru feiern, und auch du warst in Peru und du bist auch ab und zu in Peru, Holger, ne? Kommst du immer zurück nach Peru? Wir werden natürlich eine große Veranstaltung. Manuela, kannst du ein bisschen in Detail gehen, worum es geht jetzt, diese Veranstaltung, und was die Leute sich erwarten. Ne? Erwarten sich ein super Spektakel mit Musik, mit Tanz, mit Freude. Ne, Manuela? Ja, also es gibt da in Wien eine peruanische Musikgruppe. Also es sind lauter professionelle Musiker aus Peru, die jetzt in Wien leben, die da ein besonderes Konzert eben zu diesen 200 Jahren Peru vorbereitet haben. Und es werden insgesamt 8 Musiker dazu auftreten. Es wird auch einen kurzen Vortrag
zum Thema selbst geben. Und bei diesem Konzert, weil diese Gruppe hat schon mal ein Konzert gegeben und die sind einfach sehr mitreißend und begeistern einfach die Leute. Es gibt dann sogar immer Leute im Publikum, die dann zu tanzen beginnen, okay, weil das einfach so mitreißend ist. Ja, es sind da in dem Fall dann meistens Lateinamerikaner, die dort tanzen, weil es eben auch ihre Musik ist. Genau. Und dann springe ich gleich auf die Bühne. Genau. Ja, das kann ich mir wunderbar vorstellen, wie dann der Funken überspringt und dann die ganze, der ganze Saal bebt sozusagen. Ja, ja. Ja, 200 Jahre natürlich für Peru extrem wichtig, ganz groß. Andere Länder hatten dieses Erlebnis ja bereits vor einigen Jahren. Es geht ja so nach und nach und Peru ist im Jahr 2021 an der Reihe. Und trotz den Rahmenbedingungen wird es sicher ein super Fest werden, bin ich ganz sicher. Genau, und natürlich danach gibt es die Videos und alles in unsere Social Media zum Sehen, ne? Mhm. Zum Miterleben. Ja, ja. Wenn ihr so schaut auf die Community in Österreich, der Lateinamerikaner, gibt es dort Schwerpunkte an Lateinamerikanern in Österreich? Gibt es dort bestimmte Aktivitäten kultureller Art? Gibt es vielleicht auch Unternehmer? Wie betrachtet ihr das? Naja, so wie jeder Migranten in Österreich, in Wien gibt es auch natürlich viele Peruaner oder Latinos, die auch was unternehmen in diese wirtschaftliche Richtung. Ne? Es gibt sogar 2 peruanische Restaurants, sogar 3 in Österreich. Und natürlich, es gibt viele Leute auch, die sich beschäftigen mit manchen Produkten von Peru. Ne? Zum Beispiel meine Schwester hat auch irgendwann früher schon mit den Chulucana gearbeitet und hatte super auch nebenbei so etwas zum Kultur, zum Kunst. Und es gibt Leute auch mit Silber. Ich kenne auch Leute, die mit Silber sich beschäftigen und so weiter. Aber in den großen Unternehmen hatte ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei der WKO, bei der Wirtschaftskammer, bei verschiedenen Events teilzunehmen, wo auch natürlich die Interesse gab es von verschiedenen Firmen mit Peru zu handeln, zum Beispiel in Richtung großen Bauen, so großen Spitälen. Und so weiter. Ne? Oder das war auch eine Firma, die in Vorarlberg ist, wenn ich mich nicht irre. Die machen auch Teleferikos, ne? Wie heißt das? Seilbahnen. Genau, Seilbahnen. Ne? Natürlich, es gibt in den letzten Jahren gab es mehr Interesse, weil natürlich Peru hatte so eine große Wachstum, eine von den besseren Wachstum in Lateinamerika, so 10%. Aber heutzutage ist es schon ein bisschen schwierig, vielleicht die Interessen zu wecken. Aber natürlich, es ist von unserer Seite wäre immer alles gut und schön und natürlich mit der Wahrheit, ne? Was das damit zu tun gibt. Ne? Ja. Mhm. Wo seid ihr denn zu finden? Wenn jetzt hier von den Zuhörern, Zuschauern, die ersten sagen, oh, wunderbar, da will ich unbedingt mal ein Newsletter abonnieren, da möchte ich mal schauen, was die Events sind. Wo seid ihr zu finden am besten und wie sind da die Kontaktdaten? Also wir haben mal eine Homepage, da wäre der Name www.lak.or.at. Dann sind wir auch in den Social Medias vertreten. Also in Facebook, auf Instagram und LinkedIn. Ja. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal. Ah, okay, sehr schön.
da schon die Einladung, alle Zuhörer, Zuschauer, YouTube-Kanal suchen und abonnieren. Und wie heißt der YouTube-Kanal? Ist der auch? Lateinamerikanisches Akademisches Kulturzentrum. Ja, also dann ausgeschrieben, richtig? Gerade mal schauen, ja. Ja, das ist jetzt peinlich. Das ist einfach live und ganz menschlich. Es ist so, wie ich gefragt werde, wie meine Telefonnummer ist und ich dann überlegen muss, oh, okay, ich rufe mich ja nie so wirklich an. Ja, aber in Wirklichkeit, jeder, der uns suchen kann, in alle Social-Media-Kanäle, die können uns finden. Ne? Wir sind überall. Wir sind überall und natürlich, wir freuen uns, die können auch immer bei unserer Homepage gibt es eine Kontakt-E-Mail und auch die können uns sich anmelden bei den Newsletter und wir schicken immer alle Leute, wenn wir Events haben. Und wir posten nicht nur unsere Events und nicht nur unsere Informationen, sondern versuchen wir auch von unseren Partner irgendwie die Information auch zu teilen. Ne? Ja. Zum Beispiel, wir haben auch voriges Jahr mit dem Cervantes-Institut in Wien gearbeitet und natürlich ein paar Events von denen werden wir auch in unsere Social Media zu promoten. Ja. Also ich höre heraus, es gibt ein Newsletter und das ist natürlich super, weil dann jeder automatisch informiert wird über die Aktivitäten und es gibt auf der Homepage die Kontaktmail und bin sicher, wer sucht, wird es auch finden, welche Videos es gibt. Denn die Veranstaltungen, die ich jetzt hörte von euch, klingen sehr, sehr spannend und sind auf jeden Fall ein Besuch wert auf dem YouTube-Kanal. Und dann LAK oder Lateinamerikanisches Akademisches Kulturzentrum. So, und das, genau. Wer es findet, kriegt das hin. Das ist so wie etwas gründen. Wer will, der setzt es auch um. Genau, es gibt keine Ausrede, ne? Weil wer Ausreden sucht, das ist das Einzige, was der finden wird. Nur ja, ja. Viele gute Zitate, genauso ist das, ne? Wer Lösungen sucht, findet Lösungen und wer Ausreden sucht, der findet einfach die Ausreden und findet immer das, worauf man sich fokussiert, ja. Genau. So, ich suche auch gerade und LAK. Wenn es ausgeschrieben ist, kommt man eben ein bisschen schneller. Findet man ein bisschen schneller. Also Social Media, Facebook, Instagram, LinkedIn, dann YouTube und Homepage, plus nochmal der Service, den ihr anbietet mit dem Newsletter, was sehr, sehr cool ist. Newsletter auf der Homepage und dann nochmal die Wiederholung www.lak.com. Ja, genau. Ich habe jetzt irgendwie das Ad gesucht, aber das gibt es natürlich nicht in der www.lak.or.at und dann ist man genau dort, wo die Events stattfinden und wo auch die Plattform ist zwischen den verschiedenen Kulturen. Sehr, sehr schön. Genau, und wir wollten auch alle Leute, die Interesse haben, irgendwie ein Thema über Lateinamerika zu haben oder die Beziehungen mit Europa, mit Österreich, mit Deutschland, Schweiz. Natürlich, Sie können sich bei uns melden. Wir machen Vorträge, auch online. Also wir sind in Kontakt auch mit verschiedenen Akademikern, nicht nur aus Lateinamerika, sondern auch deutschsprachiger Raum. Künstler auch, also natürlich, da wir auch arbeiten und wenig Zeit haben, natürlich versuchen wir irgendwie, die Sachen auf die Reihe zu kriegen. Ne? Und mit guten Ideen auch, dass die Leute auch was mitmachen. Ne? Weil wir werden nicht alles machen, sondern wir kooperieren mit den Künstlern, mit den Akademikern, dass die eine Idee haben, dass wir dann auch mit begleiten und das zum Ende zu bringen. Ja,
Das ist unsere Arbeit, weil wir sind nicht ein Verein, da kommt ein Künstler und sagt, ja, ich will das und wir zaubern und wir machen alles. Ne? Das geht nicht bei uns so, sondern wer will was, dann setzen wir uns hin, reden wir, wie wir es machen. Es ist so wie ein Projekt, ne? Wo wir dann zusammenarbeiten und das wir zum Ende bringen. Ja, ja, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, die Menschen einfach ins ja, heraus einzuladen, die Konsumentenhaltung zurückzulassen, anstatt sich zurückzulehnen und sagen, oh, die Welt kommt zu mir, sondern einfach selbst ins Tun zu kommen und damit etwas zu bewegen und die Welle zu starten. Und da gibt es ganz viele Peruaner, die ich kenne, die da sehr ein Herz dabei haben und sich arrangieren. Ich kenne auch andere, die sich dann lieber zurücklehnen, was genauso okay ist. Ich glaube, ich bin überzeugt, die Menschen, die etwas tun, werden auch dann Ergebnisse haben, die sie einfach letztendlich dann selbst initiiert haben. Und dann schön, dass ihr da aktiv unterstützt mit eurem Netzwerk. Ich habe schon gesehen, auf der Homepage sind viele Netzwerkpartner auch aufgelistet mit der Plattform, dass ihr dieses Kulturzentrum ins Leben gerufen habt und offen seid für alle Menschen, die die beiden Kulturen zusammenbringen wollen. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Dankeschön für eure Zeit. In den Shownotes kommt dann der Link zum YouTube-Kanal, um das noch aufzulösen, das kleine Geheimnis am Ende. Gibt es noch eine Schlussbotschaft, die ihr teilen möchtet? Manuela. Also unser Motto ist auch vor allem Inspiration, Aktion, Inspiration, Motivation und Aktion. Also wer Ideen hat, der mit denen machen wir etwas gemeinsam. Und genau, und zu diesen Wörtern auch, Manuela, das stimmt. Ja, also nichts kommt vom Himmel. Wir sind da, gemeinsam sind wir stark. Wir können auch schöne Sachen zusammen erleben. Wir bedanken uns für diese super Interview, Podcast, Holger. Und wir wünschen natürlich alle Leute, deine Followers, dass wir auch für denen auch da sein. Und wir wünschen alle das Beste. Schöne Grüße aus Wien. Ja, vielen Dank. Viele Grüße und Dankeschön für eure Zeit, für dieses tolle Gespräch. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.